Die IPO-Welle kommt weltweit ins Rollen. Nur in Deutschland, da sieht es noch recht mau aus bei den Börsengängen. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Christoph Kaserer, dem Kapitalmarktexperten der TU München. Herr Professor Kaserer, weltweit kommt ja die IPO-Welle ins Rollen, aber in Frankfurt, da tut sich bislang recht wenig in Sachen Börsengänge. Was ist da los? Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Ihre Diagnose ist völlig richtig. Es ist im Übrigen jetzt nicht erst seit diesem Jahr so, sondern im Grunde genommen schon seit den letzten 5 Jahren, obwohl eigentlich die Bedingungen für einen Börsengang im Grunde genommen nicht schlecht sind, springt der Börsenmotor oder der IPO-Motor in Frankfurt einfach nicht an. Und das ist sicherlich etwas, worüber wir nachdenken müssen und uns überlegen müssen, was man da ändern kann. Die Hoffnungen, die ruhen ja auf dem Online-Modekaufhaus Zalando. Wann rechnen Sie denn hier mit einem Börsendebüt? Ja, da ist davon auszugehen, dass wir dieses Börsendebüt in Kürze sehen werden, es sei denn, es passiert noch irgendetwas Unvorhergesehenes an den Märkten, wovon im Moment nicht auszugehen ist. Also ich bin fest davon überzeugt, dass das jetzt nur noch eine Frage von Wochen ist, bis wir diesen IPO erleben werden. Und vielleicht ist es ja so etwas dann wieder Funke, der dann auch auf andere mögliche Börsengänge überspringt und wir dann doch noch in diesem Jahr eine vernünftige Zahl von IPOs sehen werden. Ganz anders sieht es da in den USA aus. Da steht ja jetzt der Mega-IPO vor der Tür. Das chinesische E-Commerce-Unternehmen Alibaba will die Wall Street erobern. Könnte denn der Startschuss schon im April fallen für Alibaba? Auch da ist davon auszugehen, dass dieser Börsengang in Kürze dann auch angekündigt und durchgezogen wird. Da ist ja schon interessant zu sehen, dass wir also in den USA dieses Börsenfenster jetzt schon seit 2 Jahren nicht nur offen, sondern auch gut besucht. Ich erinnere nur an Börsengänge eben wie Facebook und wie Twitter. Jetzt kommt Alibaba. Auch da werden wir wahrscheinlich auch eine sehr hohe Bewertung auf der einen Seite sehen und wahrscheinlich auch eine sehr hohe Nachfrage nach diesen Aktien. Also dort funktioniert dieser IPO-Markt offensichtlich sehr viel besser, als das in Deutschland der Fall ist. Könnte denn Alibaba auch für die Privatanleger in Deutschland hier interessant werden? Ja, grundsätzlich auf jeden Fall, wobei auch bei Alibaba das gilt, was ich sonst auch sage. Es gibt keinen Grund, bei einem solchen Börsengang bereits am ersten Tag dabei zu sein. Wir haben es ja in der Vergangenheit erlebt, siehe Facebook, siehe Twitter, dass wir unmittelbar nach dem Börsengang eine relativ hohe Volatilität in den Aktien hatten. Bei Facebook hat man es bereut, wenn man gleich am Eröffnungstag gezeichnet hat. Also insofern würde ich auch hier raten, dass man das zunächst mal abwartet und dann eben nach einigen Wochen oder vielleicht auch Monaten sich überlegt, ob man in die Aktie einsteigt oder nicht. Lassen Sie uns doch einen kurzen Blick in die Zukunft werfen. Welche IPOs sind denn noch ein Highlight für 2014? Naja, ich denke mal, jetzt wenn wir das vor allem aus einer deutschen Perspektive uns mal anschauen, ja gut, ist es leider so, dass es jetzt nicht allzu viele Namen gibt, die hier kolportiert werden. Aber was sicherlich ein interessanter Börsengang werden könnte, wenn es denn so weit kommt, ist ISTA, der Energiedienstleister. Das wäre mit Sicherheit auch einer der größeren IPOs, die wir dann sehen würden. Auch Kolbenschmidt, Automobilzulieferer, könnte hier ein interessanter Name sein. Also das sind so zwei Namen, die man jetzt öfter hört und wo man möglicherweise dann dieses Jahr tatsächlich noch einen Börsengang sehen wird. Professor Dr. Christoph Kaserer, besten Dank für die Einschätzung und das Interview. Ich bedanke mich bei Ihnen. Wiederhören.